Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir Turffield erreicht und wir stehen jetzt vor der ersten Arena und wollen uns mal heute in dieser Arena versuchen. So, aber vorher, ich habe was ganz Dämliches gemacht, weil mich etwas gestört hat, und zwar wo kann ich halt nachgucken? Hier. Nee. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier auf Pokémon und ich zeige euch mal was. Und ja, Originaltrainer Daniro. Ja, das liegt daran, weil ich habe nochmal das ganze Spiel neu angefangen und habe mich Daniro genannt anstatt Daniel. Und ich habe meine Nummer von 9 auf 200 geändert, weil ich irgendwie gehört habe, dass man diese nicht mehr ändern kann. Und ja, das wird mich das ganze Spiel lang verfolgen und nerven, und ja, deswegen habe ich nochmal neu angefangen alles und bis zu diesem Zeitpunkt gespielt. Und ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich ziemlich dämlich, aber wenn ich schon das Spiel irgendwie hier spiele und Stunden über Stunden hier reinpacke, dann will ich auch, dass alles so ist, wie ich das haben will, weil sonst, ich habe irgendwie so OTSD, nennt man das, also nicht, wenn man haben muss, dann alles irgendwie symmetrisch ist oder ordentlich und so. Ich glaube, so das Gefühl, ich habe irgendwie so was Ähnliches. Und ja, bevor ich jetzt irgendwie 50 Stunden oder so hier drauf habe, mache ich das lieber noch, während wir hier am Anfang sind, und hat nicht so lange gedauert. Ich habe so einen Nachmittag so gebraucht, um wieder zu diesem Punkt zu kommen. Und ja, mein Name ist jetzt Daniro, meine Nummer ist jetzt 200, weil wegen meinem Lieblings-Pokémon Traunfugil. Und ja, finde ich echt blöd, dass man das nicht ändern kann. Weißt du, so ein Problem würde es nicht geben, wenn man mehrere Spielstände erstellen kann, aber nein. So, die Level sind alle gleich, meine Pokémon sind ein ganz klein bisschen anders, sie haben natürlich ein vollkommen anderes Wesen und so. Und ja, ich hatte etwas Glück mit einigen, und ja, sehr gute Wesen eigentlich. Das hier fand ich irgendwie lustig. Das Wesen ist mutig, aber die Fähigkeit ist Angsthase. Das kann anscheinend Kleptifuchs auch haben. Und ja, ja, Entschuldigung. Und Cortini hat auch eine andere Fähigkeit, und zwar Belebkraft, was richtig gut ist und tausendmal besser als diese. Ja, ich denke, deine Initiative, wenn du mich Angreifsfähigkeit. Und ja, also wir sind ein ganz klein bisschen mächtiger, und hier und da habe ich einige Items gefunden. In der Naturzone habe ich, glaube ich, eine TM gefunden. Macht jetzt nicht so spektakulär, war irgend so eine normale Attacke, die 2 bis 5 mal treffen kann. Und Schattenglas habe ich hinter irgendeinem Gebäude von Engine City gefunden, und jetzt haben wir halt alles durch. Ja, ich weiß, für euch macht das überhaupt keinen Unterschied, aber ich habe jetzt den ganzen Tag hier gezockt bis zu diesem Zeitpunkt, und ja, es ist einfach dafür da, um mein Gewissen zu beruhigen. Und ja, jetzt gehen wir offiziell rein und gucken mal, was hier los ist. Und ich habe jetzt gedacht, hier kommen jetzt direkt in die Arena rein oder so, aber anscheinend nicht. Feuertanken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv. Es gehört zum Grundwissen. Du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Wenn du den Pflanzenohren schnappst, merke ich mir deinen Namen. Dann ist aber nett. Ich hoffe es einfach nicht, mir einen Galar-Mauzi zu fangen. Wenn du eins hast, würdest du es gegen meinen Mauzi tauschen? Ja. Aber ich habe gerade keins. Ich habe, glaube ich, eins gefangen. Ich habe versucht, die ganzen Pokémon, die ich vorher hatte, auch schon wieder zu fangen. Und ja, hab so gut wie alle, die ich auch im Let's Play hatte. Wenn die Arena-Mission nicht erfüllt, kann auch der Arena-Leiter nicht auf Ausweichen reicht. Was die wohl besteht, ich bin sehr gut im Tanzen. Ob das hilft? Weiß ich nicht. Der Typ. Hey, ich bin's, Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich hier einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball. Denkst du an Pokémon mit einem Freundesball, ist es dir gegenüber sofort zutraulich. Schon fasziniert, was so alles in einem Pokéball steckt, oder? Okay, den Typ, den feiere ich voll. So. Warte, was ist das hier? Kann ich da Klamotten kaufen? Das ist ein Supermarkt, ne? Warte, wir haben. Ich brauche eigentlich nichts, ne? Ja, ich habe auch meine Augenfarbe geändert. Das kann man unter Make-up ändern in Engine City. Ich weiß nicht, ob ich das schon im letzten Part hatte, aber ja. Uniformladen. Ach ja, das sind die Dinger, die man auch im Engine City kaufen kann. Ja, ich will keine. Vielleicht eine Geisteruniform. So. Und da kann man auch sehen, Nummer 200. Und ja.
besser, keine Ahnung, die neuen, die ich gewählt habe, war irgendwie viel zu spontan und unspektakulär und ja, das hätte mich die ganze Zeit genervt, das muss niemand so richtig verstehen. Aber ja, wir haben das aus dem Weg geräumt und jetzt machen wir vernünftig weiter. Ein Arena Challenge, aber willkommen. Nämlich der erstmal die grundsätzlichen Aufwand der Arena Challenge erklären. Das Ziel der Arena Challenge besteht darin, verschiedene Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jenen Arena-Leiter, den du besiegst, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Das sind Arena-Missionen. Bei einem Arena-Leiter herausfordern will, muss zunächst die jeweilige Arena-Mission bestehen. Arena-Missionen sind im Prinzip also kleine Eignungstests. Außerdem hält jeder Arena-Stadion eine andere Mission für Herausforderer bereit. Möchtest du dich gleich in einer Arena-Mission versuchen? Au ja! Gut, dann solltest du erstmal in deinen Uniform schlüpfen. Dies ist die Arena-Mission-Pflicht. Dies ist bei Arena-Mission-Pflicht. Okay. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. Wird ja alles irgendwie so. Ich finde halt gut, dass es in diesem Spiel alles irgendwie wie so ein Wettkampf, so ein Sportfestival irgendwie so dargestellt wird, weil irgendwie so was formell ist. Alles klar. Pass auf, hier kommt der neue Challenger. Die Mission der Arena-Leiter von Turfield für die Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese bockigen Volley zu diesen Heuballenwand zu treiben. Ich bin übrigens der Schiedsrichter. Stewart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu überwachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Und dann möge die Arena-Mission beginnen. Soll ich so Farmarbeit machen, aber. Ja, okay. Das war aber einfach. Und ich. Also diese Wollis sind irgendwie voll die Naturkatastrophe in diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, blockieren irgendwie Straßenwege, blockieren irgendwie eine ganze Bahn, damit du nicht weiterfahren kannst. Ey. Dieser volle Horror. Oh, ich habe ich gar nicht gesehen. Willkommen Arena Challenger. Wenn ich mit dir fertig bin, suchst du sofort das Weite. Aber nimmst du dich persönlich, das ist mein Job. Ich habe ihn ganz ehrlich jetzt nicht gesehen. Arena Trainer Rowan fordert dich heraus. Ich feiere also die normale Kampfmusik in diesem Spiel. Okay, Level 16. Ich bin genau das gleiche Level, auch wenn das ein neuer Spielstand ist, so wie im letzten Part, also ja. Habe ich überlevelt, unterlevelt oder irgendwie so was. Es ist praktisch nur der gleiche, oder war schon. Und eine Pokémon seit eine Einheit, so wie es sich für die Arena Challenger gehört. 0x0, okay. Ich habe irgendwie schon gelesen, Leute haben sich irgendwie 69 oder so als Arena, als Challenger Nummer irgendwie so eingestellt. Ey. Wenn du die Trainer hier besiegst, bleiben die voll die brav an Ort und Stelle. Das macht die Arena Mission ein wenig leichter. Oder 420, weil ich habe ich irgendwie nicht verstanden. Ab 420 soll irgendwie was mit Drogen zu tun haben oder so. Keine Ahnung. Aber ja. Hey. Haben wir einen Ausreißer, ey. Nein, halt, hier ist noch ein Gegner. Boah. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und ungehemmt ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Ja, schon. Wenn du schon so ausdrückst, Phil. So irgendwie schon. Ich habe einen Feuerstarter, also ich müsste ja alles aus dem Weg räumen. Ne? Das ist ja, ich hatte schon erwähnt, die Arena müssen wir eigentlich locker schaffen. Konnte ich überhaupt? Ja, ich konnte einen Vulcano, glaube ich, schon fangen. Oder einen Vulpix, ne? Also ich hätte Feuer-Pokémon fangen können. Diesen Zeitpunkt. Mirapla.
War nicht schon immer so? Ist eine Galar-Version? Haben die schon immer so weiße Blätter? Irgendwie nicht, ne? Phil, aus dem Weg. Wow, das war ja das Volley in der Pfanne verrückt. Da wird ja das Volley in der Pfanne verrückt. Ich wollte meinen Schildspielstand irgendwie dieses Pudding-Pokémon fangen, aber ich habe es irgendwie nicht mehr gefunden. Ja, Challenger, reiß alle Barrieren nieder und öffne das Tor zu deinen strahlenden Zukunft. Und ja, ich habe so irgendwie den Verdacht, dass ich das vielleicht nicht gefunden habe, weil das irgendwie Schwert-exklusiv ist. Aber ich habe gesucht und ich habe es einfach nicht gefunden. Aber ich habe auch so allgemein einige Sachen herausgefunden, während ich dieses Spiel erneut gespielt habe, sag ich mal. Und ja, also werde ich aber kommen, sobald wir aus der Arena hier raus sind. Hallo. Was ist nicht mehr weit bis zur Arena, Leiter, aber freu dich nicht zu früh. Arena-Trainer Alina, diese Augen. Lubel. Neues Pokémon, glaube ich. Flubau. Flubau. Fluigi. Okay. Igni erreicht Level 21. Wirklich, wir sind Level 21. Wir sind jetzt in der ersten Arena, ey. Das ist irgendwie krass, oder? Ich weiß noch, Falk irgendwie aus Gold und Silber, den seinen stärksten Pokémon war, glaube ich, war Level 9. Rockos Pokémon. Ich glaube, sein Onix war Level 11 oder so. Wir haben die normalen. Ich jetzt gar nicht gelesen. Man bestört, dass sie sich freuen. Als nächstes macht der Arena-Leiter. Oh Gott. Gegen viele Arena-Challenger, okay, aber du hast etwas Besonderes. Ach, die Hunde stoppen ganz. Okay, das hat er gerade gemeint. Ich dachte, die stoppen nur, wenn ich irgendwie gerade im Kampf bin oder so. Aber ne, die stoppen irgendwie, wenn ich. Nein, nein. Aber die stoppen irgendwie, wenn ich. Boah, jetzt mich auf den. Jetzt macht mich. Die passt nicht. Ich muss schon sagen, was ist da los? Okay. Boom. Irgendwann wollte ich jetzt sagen, aber ich bin jetzt irgendwie voll. So, du bekommst jetzt die ganzen Heuballen so gegen das Gesicht. Hey, was ist das denn? Ah! So. Und jetzt kommt der Yao. Der Typ, der zum ersten Arena-Leiter wurde, weil er sich gerne zurückhält. Okay. Also wenn ich gewinne, heißt es dann, aus der Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Also wenn ich als gewinne, dann nur, weil er sich zurückgehalten hat, ne? Pass auf. Okay. Okay, das ist krass. Haben wir, glaube ich, auch einen Trailer gesehen, ne? In dem ersten. Also den einzigen, den ich gesehen habe. Krass. Richtige Zuschauermenge hier. Meine Arena-Steinung ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackenen Arena-Challenger. Daher gibt es hier so viele Herausforderungen, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt. Dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab! Du scheinst ein gutes Gespür für Pokémon zu haben. Noch ein Grund mehr für mich, alle Register zu ziehen, um meine Pokémon zu deiner maximieren. Das wird ein spannender Kampf. Ja, atmosphäremäßig schon mal richtig geil. Yao, Arena-Leiter Yao fordert dich heraus. Gute Idee. Dann werde ich vielleicht nicht one-shotten. Deiner Meinung nach, an bestimmten Stellen in der Galarien ist Pokémon möglich, gigantische Ausmaße aufzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamax-Maximierung. Bist du aus Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn ein Kampf das Dynamax-Wand aufleuchtet, kannst du dein Pokémon Dynamaxieren.
Er hält nur 3 Runden lang, kann mächtige Attacken einsetzen. Warte den richtigen Zeitpunkt bei deinem Maximum ab, um den Kampf für dich zu entscheiden. Ja, weil auf der Mario Master soll ich das sofort einsetzen. Also brauche ich das wirklich? Weiß nicht. Komm, irgendwie setzt die Nitro-Ladung ein. Oh. Da war schon. Aber ich bin ein bisschen zu stark, mein Starter. Haha, wir sind Zäh und Ausdauer und Farben sind nämlich nicht so leicht unterzukriegen. Und noch eins. Kotimi. Dann kommen wir ja. Zeit für Dynamite. Wir werden euch mitsamt euren Wurzeln herausreißen. Okay, der macht sich groß, ich nicht. Das hält jetzt nicht so viel mehr aus, aber ich glaube schon. Gott. Nitro-Ladung. Wow. Jetzt bin ich doch den Einschlag erledigen, oder? Sieh zu und staunen, hier kommt eine Dynamax-Attacke. Dyna Flora. Hey, so heißt mein Cortini. Nicht sehr effektiv. Ich das Gras schießt auf den Boden. Was? Okay, was du kannst, kann ich auch. Deiner Max. Deiner Brand. Komm her, du. Igni. Super, mega, extrem, giga. Formations, Angriffs, Attacke, Dingenskirchen. Boah. Guck dich da mal an, ey. Ja, und jetzt bist du weg. Sehr effektiv. Sondern ich bin stärker. Oh ja, da war schon. Das ist. Ich glaube 20. Hey, Alter, ja, wurde besiegt. So verweckt unsere ganze Pflanzenfahrt ist ein beeindruckender Arena Changer. Ich glaube, ich hatte es auch ein bisschen einfacher mit meinem Starter. Oh yeah. Und Flora entwickelt sich. Los. Komm her, zeig. Ich weiß ja, was sich das verwandelt. Ich habe es auch gerade gesehen. Kotomi. Sorry. Meine Pflanze, ein Saat eines Wolflaums steckt voller Nährstoffe. Es verstreut sie im Wind und teilt damit Pflanzen und Pokémon. Baumwollsaat. Das sinkt doch, glaube ich, Initiative oder Angriffskraft. Jetzt natürlich dadurch stark sinkt. No, Initiative 30, okay. Sehr nach oben geschossen, wie blöde. Spezialverteidigung 61. Ja, aber brauche ich das wirklich? Nee. Okay, das war sehr einfach. Aber ich hatte, glaube ich, den Typenvorteil. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet und jetzt ernst du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena Challenge einen Arena-Teil besiegt. Um deine Leistung zu ehren, vielleicht dir hiermit den Pflanzenorden. Oh. Wir müssen ein Ding zusammen. Das ist alle Pokémon bis 1 schließlich Level 25 fangen. 8 Orden musst du dir erkämpfen, wenn du die Arena Challenge siegreich abschließen willst. Viel Erfolg dabei, geh und zeig's den anderen Arena-Leitern. Wäre aber ein etwas sehr einfacher Kampf, aber okay. Mein herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Arena Tayaro, Daniro. In Anerkennung deiner Leistung bräuchte ich dir diese Themen. Bitteschön. Zauberblatt.
Was genau, wenn ich das gebe? Dazu bekommst du außerdem Jaus Uniform. Aber bevor du es fragst, das ist natürlich nicht das Original, sondern nur eine Nachbildung. Pflanzenuniform erhalten. Nun zu deinen Informationen, Raniro. Die Area Challenge sieht vor, dass du die Arenen in einer festen Reihenfolge abgrast. Hier steht jetzt erstmal Kate, die eine Leiterin von Kelten, auf dem Plan. Route 5 führt dich direkt dorthin. Aber mit den Pflanzen in der Tasche könnte es sich lohnen, vor einen Abstecher in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der deiner Team-Pokémon, doch der Aufwand lohnt sich. Ja, ich weiß nicht. Ich mach das mal ein andermal. Erstmal Kate, okay, die Arena. So, Pflanzenuniform konnte ich die nicht auch kaufen schon? Also als jemand, das sind alles Typen, die ich nicht bekämpfen kann. Ich wünsche, man kann seine Uniform während des Wettkampfs hier ändern. Da wird auch mal schön. So, kann ich neue Sachen kaufen? Das waren Sortiment natürlich weiter, steht ja. Ich habe gerade in die denkst so, jetzt kann ich mir super Bälle kaufen, die ich wahrscheinlich nie holen werde. Aber super Tränke, die will ich holen. So, noch ein Trank, wo wir 10 haben. Und Pokébälle haben wir noch genug. Ah. Da macht sich gar nicht schlecht, wäre ich. Oh, du sagst mir nichts Neues. Hi. Wasserorden. Okay, der könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber ich habe ja einen Pflanzen-Pokémon. Warum stand da Speichervorgang? Ach ja, ich weiß, was die Orbstöpsel machen. Ich glaube, die haben diese Funktion ja freigeschaltet, dass ich jetzt Musik und so an und aus leiser und lauter machen kann. Ausschalten. Habe ich ja jetzt erst gesehen. Automatische Speicher. Ja, Rot verloren. Wow. Ein tolles Gefühl, wenn man bis ans Ende schafft. Okay, hat sich hier irgendwas geändert? Ist Waifu noch hier? Ich habe das Gefühl, nee. Nee, okay, dann brauche ich auch nicht mehr hier hingehen. Gut, dann können wir ja direkt weiter, ne? Ich glaube, wir wollen noch nicht mal irgendwie heilen gehen oder so, ne? Nö, ich glaube, die wurden hochgeheilt. Cool. Okay, TM, lass mal zeigen. Ja, Zauberblatt. Zauberblatt. Jetzt kannst du die Tür kaputt machen. So, ist stärker. Wir haben einen höheren Spezialangriff als Angriffskraft. Also, ja, boom. Ist unsere Flora noch ein bisschen tödlicher als vorher. Ja, Kerschel ist das, was ich in der Naturzone gefunden habe. Aber als normaler Angriff brauche ich nicht unbedingt. Gut. Dann können wir ja weitergehen. Hier mal Route 5 ist hier, ne? Hier rechts in dem Land da hinten. Und gucken wir mal, jetzt blockiert hier niemand den Verkehr. Und wir sehen, was jetzt hier auf uns wartet. Und da kann ich auch direkt ein paar Sachen ansprechen. Oh. Doppelkampf? Sind das so wie diese Reporter aus Dingens? Aus mein Gott, Rubin Saphir. Interviewen wollen. Zeit für ein hautnah Interview mit einer Arena Changer. Was will ich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team aus Trainer und Pokémon schaut regelrecht vor der Kamera. Oh, jetzt werde ich berühmt. Lennon und Scott fordern dich heraus. Okay. Dann kommt der. Boah. Unser Team an und deren Team. Okay, die sind gar nicht mehr so runter gelevelt. Okay, geht nicht gegen alle, egal gegen wen. Ich habe gegen dieses Ding nichts irgendwie. Effektiv, okay. Und da steht auch schon bei den Attacken, was effektiv und nicht sehr effektiv ist. Was ich nicht schlecht finde. Aber es scheint nur bei Pokémon zu sein, die ich auch schon vorher getroffen habe.
bekämpft habe, irgendwie so was. Und dieses Klick-Klack-Ding, da konnte ich irgendwie nicht, nee, bei diesen Iguana-Dingen konnte ich irgendwie nicht sehen, was effektiv ist und was nicht. Nicht sehr effektiv gegen was. So, wir machen genauso weiter wie vorhin. Dann sind sie beide weg. Blub. Hey, meine Brieftasche. Und ich bin auch irgendwie blöd, ey. Die Entwicklung von Kleptifuchs heißt irgendwie Gaulux oder so, also so wie ein Gauler. Boah. Devion, Lin und Scott sind besiegt worden. Das lässt sich schwer, noch ein paar Worte ausdrücken. Aber was für ein Potenzial. Eine Niederlage, heißt das etwa, dass unsere Reportage ein Reinfall wird? Total. Aber ich muss keine Antwort geben. Bei deiner Stärke wirst du mühelos durch die Arena-Challenge marschieren. Hoffentlich können wir dich später noch mal zu einem Interview überreden. Pokémon durch Linse und der Kamera betrachtet, strahlen wir wie Sterne. Strahlen sie wie Sterne. Okay. Ist da irgendwas Neues? Was ist das Ding da auf der linken Seite? Hallöchen! Ein Pointer wild erscheint. Oh yeah! Dich habe ich gesucht. Oh schön, ich wusste gar nicht, dass es davon auch eine andere Version jetzt gibt. Komm her. Ich weiß, den Matto nicht entwickelst. Bonk. Oh Gott. Und ja, dich werde ich auf jeden Fall in mein Team nehmen. So. Wir wechseln jetzt Flora aus, weil das hat ganz schön wehgetan. Und sie wird sich dadurch ein bisschen heilen, wegen Belebekraft. Oh Gott. Ah. Okay, wir müssen gleich sowieso wieder zurückgehen, habe ich so Gefühl. Bitte töte das Teil nicht. Mein Gott, das Ding aus. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Ding gibt. Eine Vorentwicklung. So, Pokéball, flieg, flieg. Au! Ja. Oh nee. Jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist ganz schön stark. So, ich will noch einmal Sternschau versuchen. Okay, Zornklinge. Alter, warum ist denn der Angriff so stark? Hat Zornklinge nicht irgendwie nur so ein Angriff von 20 oder so? So. Guck mal, Flora, die hat schon wieder 40 HP. So. Du. Auf damit. Komm in mein Team. Das war das erste Pokémon, was ich definitiv in meinem Team haben wollte. Schon als den, weiß nicht, als ich irgendwie was auf Facebook da gesehen habe. Also eins der Pokémon, von denen ich wusste, dass sie in diesem Spiel vorkommen. Oh nee. Vor allem als irgendwie ironisch, als ich Pokémon Let's Go Pikachu gespielt habe. Da hatte ich auch ein Porenta in meinem Team, aber davor wurde das irgendwie noch gar nicht angekündigt. So, als würde irgendwie irgendjemand so meine Gebete irgendwie weit nicht auf mich herabschauen. So, willst du ein Porenta benutzen? Hier, wir haben ein neues Porenta, kannst du benutzen. Aber der Teil sieht voll aus wie Serious Business irgendwie. Oh ja. Klasse, Porenta wurde gefangen. Gott, warum hat er zu viel Erfahrungspunkte? Das Ding echt so stark. So, Kampf. Dies ist die Galar-ansässige Form von Porenta. Dieser tapfere Krieger schwingt einen Kampf eine dicke, robuste Lauchstange. Ich werde dich umbenennen irgendwann, aber fürs Erste nenne ich dich Lauch. Ich weiß, wie ich dich nenne, sobald du dich entwickelst. Und ich weiß, wie du aussiehst, wenn du entwickelt bist. Und
Das wird richtig schön. Aber erst mal zeigen. Kampf. Ey. So, Gefühl, das Ding ist voll stark. Ey. Ja, du bist neutral. Du bist kauzig und dickköpfig. Cool. Angriffskraft 44. Sein eiserner Wille erhöht die Initiative, wann immer das Pokémon zurückschreckt. Alles klar. Ich wusste nicht, dass es davon eine Vorentwicklung gibt, ehrlich gesagt. Ich dachte, es gibt nur diese Nachentwicklung, oder ich wusste noch nicht, was da eine Nachentwicklung war. Ich dachte, das wäre irgendwie nur eine Version. Aber und fügt allen Pokémon im Umkreis Schaden zu. Mach mal das mal. Weil ich das schon habe. Und mach mal Sandwirbel weg. Das ist ein unfairer Move für Competitive Play. So, habe ich dir irgendwas? Ich glaube, da würde irgendwie passen, Expertengurt oder spitzer Schnabel, aber ich glaube, du hast nichts. So im Sinne von, ich hätte nie im Leben gedacht, dass das ein Kampf-Pokémon wäre. Und so gedacht, irgendwie Flug und Unlicht oder irgendwie sowas. Nein, geh mal. Hey, nochmal zurück zum Pokémon Center, weil das Ding hat uns voll auseinander gerissen. Und ja, ich glaube, da es schon so viele Pokémon gibt, so viele potenzielle Pokémon, die ich vielleicht in mein Team haben will, ich bin ja falsch, werde ich so hin und wieder mein Team immer wieder auswechseln. Man kann es ja jederzeit machen, man muss einfach nur hier gehen und boom, dann kann man wechseln. Ich glaube, so werde ich dann irgendwie machen, so wie Ash in, weiß ich nicht, welche Staffel das war, Schwarz und Weiß, glaube ich. Da hat er mal mehr als 6 Pokémon gefangen, hat die immer wieder hin und her gewechselt, aber toll. Ja, so ungefähr werde ich das machen. Und ja, ich so das Gefühl habe, ich werde mehr einsetzen als all die, die ich hier habe. Aber das Ding sieht echt voll krass aus, ey. Top 10 Anime Characters. So, alles klar, dann möchte ich aber sagen, ich beende Part hier. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert. Ich hoffe, euch hat das mal gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.